Ich bin Diplomjuristin mit dem Schwerpunkt Strafrecht und habe mich auf Menschen- und vor allem Frauenrechte spezialisiert. Noch als Minderjährige geriet ich durch einen Loverboy ins Rotlichtmilieu und wurde sexuell ausgebeutet. Nach einem jahrelangen Leben zwischen Missbrauch und Gewalt gelang mir der Ausstieg. Seit Jahren setze ich mich dafür ein, den Menschenhandel zu bekämpfen. Hallo Sandra. Hallo. Ayla hat sich gefragt, wie bist du in die Prostitution gekommen? Ich bin in die Prostitution gekommen durch die sogenannte Loverboy-Methode. Die Loverboy-Methode funktioniert so, dass Männer meist minderjährige, vulnerable Frauen, die sehr oft auch aus schwierigen Verhältnissen kommen, eine Liebesbeziehung vortäuschen und von Anfang an den Vorsatz haben, die betroffene Person später in die Prostitution zu zwingen und dort sexuell auszubeuten. Die Loverboy-Methode ist eine Straftat. Sie hat keinen eigenen Straftatbestand in unserem Strafgesetzbuch, aber sie fällt unter Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Loverboys suchen sich vor allem junge Mädchen und Frauen aus, oft noch Minderjährige, die sehr vulnerabel sind. Bei mir war das damals so, dass ich in einem sehr schwierigen Elternhaus aufgewachsen bin, meine Eltern getrennt waren, meine Mutter psychisch erkrankt war und auch dadurch, dass ich auch Gewalt erlebt habe, dort war es auch so, dass ich magersüchtig geworden bin, mich selbst auch verletzt habe und einmal auch versucht habe, mir mein Leben zu nehmen. Ich hatte nicht sehr viele Freundschaften aufgrund der Situation zu Hause und bin dann sehr oft ins Internet gegangen. Und irgendwann habe ich in diesem Chatraum zunächst eine Frau kennengelernt, die mir das Gefühl gegeben hat, sie ist für mich da. Sie interessiert sich für meine Probleme, sie möchte mir helfen. Und diese Frau hat dann letztlich auch den Kontakt zu meinem späteren Zuhälter vermittelt. Diese Frau war früher selbst Prostituierte für meinen Zuhälter, also wurde selbst sexuell ausgebeutet und war aber krank und konnte nicht mehr. Und hat deswegen für ihren eigenen Zuhälter Nachschub gesucht, um zu versuchen, ihrer eigenen Ausbeutung zu entkommen. Ich wusste nicht, dass diese Menschen etwas mit Prostitution oder dem Rotlichtmilieu zu tun haben. Ich bin ihnen dann öfter am Wochenende besuchen gefahren mit dem Zug. Ich war Schülerin noch auf dem Gymnasium, also am Wochenende. Nach der Schule bin ich in seine Stadt gefahren und irgendwann, als ich ihn besuchen gefahren bin, hat er zu mir gesagt, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken und dann standen wir plötzlich im Bordell. Ich war schockiert von dem, wo wir drin waren. Ich hatte mit diesem Milieu noch nie irgendwelche Berührungspunkte. Er hat mich eben langsam in dieses Leben eingeführt und ich habe zu ihm gesagt, okay, solange ich mich nicht, wenn ich mich nicht selbst prostituieren muss und es deine Freunde sind, dann komme ich mit. Irgendwann sind wir dann wieder in dieses Bordell gegangen. Dann hat er eben mich gefragt, ob ich das nicht auch mal machen wollen würde. Und ich habe dann gesagt, nein, ich möchte das nicht. Er hat dann gemeint, ja, man könne damit viel Geld verdienen. Und Und nachdem ich dann gesagt habe, ich möchte das nicht, wurde er dann kalt, ist auf Distanz gegangen. Ich habe ihn dann gefragt, was los ist. Er hat dann zu mir gesagt, er hat Schulden, wenn er die nicht abbezahlen kann, dann passiert ihm was. Er hat mir damals davon erzählt, dass er irgendwelche Geschäfte macht mit kriminellen Menschen. Also ich war auch dabei, wie er zum Beispiel mit Hells Angels zusammengesessen ist. Also ich kannte diese Leute bereits alle und er hat eben gesagt, dass er mit diesen Leuten Geld macht, um eben seine Sachen zu bezahlen. Ja, hat mich unter Druck gesetzt und hat gesagt, wenn für einen Menschen, den man liebt, macht man das. Das machen hier alle Frauen, das sei ganz normal und ich wäre die Einzige, die das nicht macht und wäre auch schuld, wenn ihm etwas passiert. Ich könnte ihm ganz einfach helfen und so hat es letztlich angefangen. Stefan Gauss hat sich gefragt, hat dein Umfeld gewusst, was du machst? Mein Umfeld war damals nicht groß aufgrund der Situation, die ich zu Hause hatte mit meiner Mutter.
Ich habe nicht sehr viel über die Probleme zu Hause gesprochen und hatte deswegen auch keine tiefergehenden Freundschaften. Die paar wenigen Menschen, die gewusst haben, dass ich etwas mit Prostitution zu tun habe, dass da auch ein Mann mit involviert ist, die wussten aber nicht die genauen Umstände. Denn das Erste, was man im Milieu lernt, ist zu schweigen. Das ist das alleroberste Gebot, was man gleich am ersten Tag aufgezwungen bekommt. So distanziert man sich dann noch weiter von dem Umfeld, in dem man lebt, und taucht immer weiter in das Umfeld dieses Zuhälters auch ein. Und diese Isolationsstrategie ist auch von diesen Menschenhändlern eben gewollt, dass sie letztlich nur noch die einzigen Personen sind, zu denen man einen Bezug hat. Wayne 7 möchte wissen, in welchen Arten von Geschäftsmodellen hast du gearbeitet? Ich war in so ziemlich vielen Geschäftsmodellen, angefangen vom Flatrate-Modell bis Nachtclubs, bis Tagesgeschäften, bis Internetanzeigen, auch High-Class-Escort. Und ja, man denkt immer, High-Class-Escort, wenn man das hört, das ist alles selbstbestimmt, da sind die Preise höher, da gibt es professionellere Bilder, aber auch Zuhälter haben natürlich ein Interesse daran, mit ihren Frauen möglichst viel Geld zu verdienen. Und auch High-Class-Escort ist nicht grundsätzlich selbstbestimmt oder nicht grundsätzlich besser als andere Prostitution, sondern auch dahinter kann Ausbeutung stecken, Menschenhandel stecken, Zwangsprostitution stecken. Nur weil eine Frau lächelt oder schönere Bilder hat, bedeutet das noch lange nicht, dass sie selbstbestimmt ist. Freeze Counter Max 2 hat sich gefragt, hat dich jemals ein Kunde gefragt, ob du zur Arbeit gezwungen wirst? Also den Freiern ist es größtenteils egal, ob man das freiwillig macht oder nicht. Die Freier wissen auch, dass man Schauspielern muss und spätestens im Zimmer dann merken können, dass es einem nicht gut geht, dass man Schmerzen hat, dass man das nicht möchte. Aber Freiern geht es eben darum, ihren Service zu bekommen. Sie haben ihr Geld hingelegt, sie möchten das haben, wofür sie bezahlt haben, und interessieren sich letztlich nicht dafür, welche Geschichte oder welches Schicksal dahinter steckt, weil es ihnen einfach egal ist und auf ihre eigene Lust ankommt, ohne jeglichen Skrupel. Chase hat sich gefragt, was war das Schlimmste, was du in deiner Zeit erlebt hast? Das mitunter Schlimmste, was ich in meiner Zeit durchlebt habe, ist mir sehr in Erinnerung geblieben, wenn Freier beispielsweise zwei Frauen gebucht haben und ich mit einer anderen Frau zusammen und diesem Freier auf Zimmer war. Wenn man nicht nur selber diese Gewalt erlebt, sondern wenn man sieht, wenn man es direkt vor Augen sieht, wie Menschen schwer sexuell missbraucht werden und man zugucken muss und man hilflos daneben sitzt oder daneben steht und nichts tun kann, weil es ist ein legales Bordell. Der Freier hat bezahlt, die Frau macht es nach außen hin freiwillig, den Zuhälter sieht man nicht. Und das war mitunter für mich das Schlimmste. David W. hat sich gefragt, wie konntest du aussteigen? Mein Ausstieg war ein längerer Prozess. Zunächst die Lösung von meinem Zuhälter, die emotionale Lösung. Mein Zuhälter hat mich aber dann auch in ein Bordell verbracht, in dem ich 2 Jahre lang auch in einem Keller gewohnt habe. Er ist dort immer wieder hingekommen und hat auch Geld immer wieder geholt. Und ich habe ihm sehr oft gesagt, dass ich nicht mehr kann, dass ich das nicht mehr möchte. Und das hat ihn aber lange Zeit auch nicht interessiert und er ist halt immer wieder gekommen.
und hat sein Geld abgeholt. Irgendwann hatte ich dann einen psychischen Zusammenbruch, bin dann auch in die Notaufnahme gekommen, hatte ganz starke Panikattacken, Atemnot, konnte nicht mehr auf den Beinen stehen. Und ja, mein Körper hat letztlich das ausgedrückt, was meine Psyche, was in meiner Psyche vorgeht und was eben lange unterdrückt wurde. Das war der Anfang vom Lösungs- und Ausstiegsprozess. Ich habe während meines Ausstiegsprozesses schon angefangen, mit einer Fernschule mein Abitur nachzuholen. Ich hatte ja damals aufgrund meines Zuhälters die Schule in der letzten Klasse abgebrochen. Und nachdem ich dann komplett aussteigen konnte, habe ich dann das Abitur absolviert und circa ein Jahr später, habe ich mit dem Jurastudium begonnen. Tiogo Ray interessiert, weshalb hast du dich dazu entschieden, Jura zu studieren? Also ich habe mich dazu entschieden, Jura zu studieren, weil ich möchte, dass Betroffene Gerechtigkeit erfahren. Ich möchte, dass ihre Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Vor allen Dingen im Bereich der Justiz gibt es noch sehr, sehr große Defizite, generell im Bereich sexuelle Gewalt, Menschenhandel, Zwangsprostitution auch. Es gibt sehr, sehr wenig Verständnis noch, wie man auch in Jura mit einbeziehen muss, wenn Menschen beispielsweise schwer traumatisiert sind. Ich möchte da einfach helfen, Verbesserungen zu erzielen und auch das Justizsystem, was oftmals auch sehr opferfeindlich ist, in diesem Sinne zu verbessern. Praha interessiert, wie hast du es geschafft, das Erlebte zu verarbeiten? Mittlerweile ist es so, dass ich sage, das war vielleicht mein Schicksal und ich hatte mit meinem Leben eigentlich mal andere Sachen vor. Also bevor ich an meinen Zuhälter geraten bin, war mein Traum, Meeresbiologin zu werden. Und den hatte ich tatsächlich auch ganz fest im Kopf. Und ja, manchmal kommt das Leben einfach anders, als man denkt. Und ich sehe es jetzt als meine Aufgabe an, durch mein Jurastudium auch Menschen oder Frauen zu helfen, die in dieses System abgerutscht sind, dass sie den Ausweg schaffen. Aber ich versuche auch präventiv zu arbeiten, damit sie erst überhaupt gar nicht in dieses System abrutschen, ihnen auch Gerechtigkeit zu bringen für das, was ihnen geschehen ist. Moppels möchte wissen, wie stehst du zum nordischen Modell? Das nordische Modell beinhaltet eine Kriminalisierung von Freiern, eine Kriminalisierung aller Profiteure der Prostitution anderer. Dazu gehören Bordellbetreiber, Zuhälter. Zuhälterei ist bei uns nur strafbar, wenn sie ausbeuterisch oder dirigistisch ist. Im nordischen Modell wäre jegliche Zuhälterei strafbar. Das nordische Modell beinhaltet des Weiteren eine Entkriminalisierung aller Menschen in der Prostitution, weil man eben sagt, dass die Masse der betroffenen Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution und sexueller Ausbeutung sind und man diese nicht bestrafen möchte. Dann gibt es im nordischen Modell noch Ausstiegshilfen, Aufklärung in der Gesellschaft. Ich befürworte das nordische Modell und setze mich auch für das nordische Modell ein, denn das Problem ist, dass wir vor allen Dingen auch aufgrund unserer legalen und liberalen Gesetzgebung, die wir in Deutschland im Hinblick zur Prostitution haben, eine unglaublich hohe Nachfrage haben. Und diese Nachfrage muss gedeckt werden durch ein Angebot. Und das ist ein unglaublich lukrativer Nährboden für Menschenhändler, hier ihre Frauen hinzubringen und sie in einem legalen Umfeld auszubeuten. Es sind einfache Marktgesetze. Dort, wo man versucht, die Nachfrage auszutrocknen, wird auch weniger Angebot bereitgestellt werden, was bedeutet, dass es weniger Opfer geben wird. Axel G. hat sich gefragt, wie verbreitet ist ein solcher Menschenhandel im Rotlichtmilieu in Deutschland? Der Menschenhandel ist in Deutschland sehr weit verbreitet, auch in legalen Bordellen. Viele Menschen denken immer, legale Bordelle und alles ist sauber, aber das ist nicht der Fall und hat man auch an dem Fall des Bordellbetreibers Jürgen Rudloff beispielsweise gesehen, der jahrelang auch als Bordellbetreiber in Talkshows aufgetreten ist und
gesagt hat, dass die Frauen bei ihm alle freiwillig und selbstbestimmt arbeiten würden und der mittlerweile ja aber verurteilt wurde, unter anderem wegen Beihilfe zum Menschenhandel, weil er mit Menschenhändlern kooperiert hat, um sein Bordell zu füllen. Dieser verurteilte Bordellbetreiber hat mit Menschenhändlern kooperiert, um sein Bordell zu füllen, weil alleine nicht genug Frauen gekommen sind, damit er wirtschaftlich mit diesem Bordell überlebt hätte, dass es sich rentiert hätte. Ich habe in all den Jahren kein Bordell, keine Einrichtung gesehen, in der es keinen Menschenhandel, in der es keine Zwangsprostitution, in der es keine sexuelle Ausbeutung gab. Überall dort, auch in legalen Bordellen, hat dieser Menschenhandel stattgefunden. Und Beamte, die lange in diesem Bereich gearbeitet haben, beispielsweise Manfred Paulus, sagt, dass kompetente Ermittler in diesem Bereich sagen, dass 96-98% der Menschen in der Prostitution fremdbestimmt sind. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich habe so gut wie keine Frau gesehen, die alleine in ein Bordell kam. Da standen immer irgendwelche Männer dahinter, die sehr oft von den Frauen auch als Freunde bezeichnet werden oder eben als Mann bezeichnet werden, der aber letztlich die Person ist, die die Frau dann in der Prostitution ausbeutet. Elliot D. hat sich gefragt, was denkst du über die Sex-Work-as-Work-Bewegung, die Prostitution normalisieren möchte? Diese Sex-Work-as-Work-Bewegung finde ich sehr gefährlich, denn Prostitution ist keine Arbeit wie jede andere. Und wir haben diverse Studien, die belegen, wie gewalt- und kriminalitätsbelastet Prostitution ist. Wenn man nahezu auf jede Polizeidienststelle geht, dann wird man die Antwort bekommen, dass 80-90% der bekannten Prostituierten in der Stadt ausländische Frauen sind. Ganz am häufigsten sind rumänische Frauen, bulgarische Frauen. Man hat jetzt aber auch viel Frauen aus zum Beispiel Nigeria oder auch aus Ungarn. Und diese Frauen werden nicht von dieser Sex-Work-ist-Work-Bewegung verkörpert. Dieser Bereich Prostitution ist ein Milliardengeschäft und es werden hier höchste Summen gemacht auf dem Rücken von meist vulnerablen Frauen. Das wird leider von dieser Sex-Work-ist-Work-Bewegung auch sehr häufig bestritten, weil diese Menschen auch Angst haben, dass ihnen ihr Profit genommen wird, wenn man diese Realitäten ausspricht. Francie Paul hat sich gefragt, findest du Prostitution, die nicht erzwungen ist, auch schlecht? Das Problem ist in dem Bereich auch die Definition von dem Wort Zwang und der Begriff der Freiwilligkeit im Sinne der Prostitution ist sehr oft ein sehr schwieriger Begriff. Wenn ich zum Beispiel meine eigene Geschichte nehme, ist es so, dass mein Zuhälter mich 2 Jahre eben in dieses Bordell im Keller verfrachtet hat und ich dann, um aussteigen zu können und weil ich auch keine Alternative gesehen habe, auch noch eine Zeit lang freiwillig in der Prostitution war, um mich aus dieser Situation, in die er mich gebracht hat, auch rauszuarbeiten. Also freiwillig nach Jahren von Zwangsprostitution, sexueller Ausbeutung, nach Jahren von Missbrauch und Gewalt. Das ist ganz, ganz oft so, dass sehr viele Frauen, die zum Beispiel zwangsprostituiert wurden, die sexuelle Ausbeutung erlebt haben, durchlebt haben, dass die sehr oft auch für sehr lange Zeit und manchmal auch Jahrzehnte oder auch für immer in die freiwillige Prostitution übergehen. Das bedeutet, was ich damit sagen möchte, dass die Folge von sexueller Ausbeutung, von Zwangsprostitution, von Menschenhandel auch in Anführungszeichen freiwillige Prostitution sein kann. Ich habe mich während meinem Ausstiegsprozess auch ganz oft gefragt oder mir innerlich gesagt,
Sandra, geh in dieses Bordell zurück. Du bist es nicht wert, du wirst es nie schaffen, du wirst nie wieder Teil dieser Gesellschaft sein. Ich habe mich dreckig gefühlt. Dieses Trauma, was ich hatte durch diese Zeit, also durch das, was dieser Zuhälter mit mir gemacht hat, war einfach so stark, dass ich teilweise mit mir selbst auch so schwierige Kämpfe führen musste, mir auch zu sagen, dass ich es selbst wert bin, auch wieder dieses andere Leben reinzufinden. Aber wenn ich so traumatisiert bin durch Gewalt, dass ich mir selber nicht mehr zugestehe, ein Mensch zu sein, der ein menschenwürdiges Leben ohne Gewalt verdient hat, ist das Freiwilligkeit. Und für mich ist es keine Freiwilligkeit, sondern eine Folge eben von Gewalt und Ausbeutung. Ich möchte keiner einzelnen Frau ihre Erfahrung absprechen, die sagt, für sie ist das okay. Aber das, was ich gesehen habe, und ich bin auch in Kontakt mit sehr vielen anderen Betroffenen, die überwiegende Masse in der Prostitution geht daran kaputt. Es ist nichts, auch wenn die dort ohne Zuhälter sind, was sie sich ausgesucht haben. Deswegen sage ich, dass Prostitution, auch diese Prostitution, diese Form der Prostitution menschenunwürdig ist, auch wenn keine dritte Person dahinter steht. Cookies94 hat sich gefragt, weshalb findest du den Begriff der Sexarbeiterin problematisch? Ich finde den Begriff der Sexarbeiterin problematisch, weil er Prostitution grundsätzlich als Arbeit darstellt. Also dieses Wort verkörpert ja Freiwilligkeit und verkörpert, dass es eine Arbeit ist. Aber das, was ich gesehen habe, was in der Masse passiert ist und was ich auch von anderen Betroffenen höre, das sind schwerste Menschenrechtsverletzungen, die man mit dem Begriff unsichtbar macht. Mit diesem Begriff Sexarbeiterin stigmatisiert man jene Frauen, die dort schwerste Gewalt erlebt haben, die dort mit schwersten Traumata rausgegangen sind und deren Gewalt man nicht anerkennt, wenn man in den Begriff das Wort Arbeit reinpackt. Sexarbeit ist auch kein gesetzlich geregelter Begriff, den wir beispielsweise in unseren Gesetzen haben, sondern ein Wort, das vor allen Dingen von Menschen verwendet wird, die eben von der Prostitution profitieren, aber die Masse geht in der Prostitution eben zugrunde. Und nur weil eine Minderheit sagt, die aufgrund einer gewissen Privilegierung sprechen kann, sich offenbaren kann, nur weil eine Minderheit sagt, das sei eine Arbeit, ist es noch lange keine Arbeit. Lotte hat sich gefragt, was ist deiner Meinung nach das größte Problem im Rotlichtmilieu und der dazugehörigen Gesetzeslage? Das größte Problem im Rotlichtmilieu ist, dass organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Zwangsprostitution, sexuelle Ausbeutung vorwiegend sind. Dass das Rotlichtmilieu aber nach außen hin den Eindruck vermittelt, als wäre alles in Ordnung, als wäre das alles ein normales Gewerbe. Das Problem an unserer Gesetzeslage ist, dass unsere Gesetzeslage sich nach diesem Schein des Rotlichtmilieus ausrichtet. Was ich damit meine ist, wenn wir in der überwiegenden Masse Frauen haben, die von Menschenhandel betroffen sind, die von Zwangsprostitution betroffen sind, die von Zuhälterei betroffen sind, die schwerste Menschenrechtsverletzungen jeden Tag in deutschen Bordellen und in deutschen legalen Prostitutionsstätten durchleben und erfahren, dann ist nicht die richtige Antwort, wir liberalisieren Prostitution und wir sehen sie als Arbeit an, sondern dann ist die richtige Antwort, etwas gegen diese vielen Missstände zu tun und Gesetze zu schaffen, die auch diese Missstände in den Blick nehmen. Das Prostituiertenschutzgesetz oder das Prostitutionsgesetz von 2002, da werden ja überall diese Freiwilligen, in Anführungszeichen, Menschen angesprochen, die in der Prostitution sind. Wenn wir aber die in der Masse nicht haben, dann geht unser Gesetz an der Realität vorbei. Und wir dürfen Gesetze nicht an dem ausrichten, was der Schein des Rotlichtmilieus ist. Wir müssen unsere Gesetze nach der Realität ausgestalten.
Es geht nicht darum, Frauen zu verurteilen, die in der Prostitution sind und sagen, dass es für sie okay ist. Die Gesamtzustände sind katastrophal und mit schweren Menschenrechtsverletzungen, mit schweren Menschenwürdeverletzungen verbunden. Und da muss man auch abwägen und sagen, wir müssen diejenigen schützen, die sich selbst nicht schützen können. Und deswegen, auch deswegen setze ich mich für das nordische Modell ein, um eben diesen vulnerablen Gruppen auch zur Seite zu stehen.